einzelne Frage. Man sollte die Religion beurteilen. Religion ist ein sehr vielschichtiges System, was auch in der menschlichen Geschichte über Jahrtausende gesellschaftliche Zusammenhalte geleistet hat, Frieden gestiftet hat, Versöhnung gestiftet hat, eine Balance in der Gesellschaft gewährleistet hat. Und so, ohne Religion, Religion heißt eigentlich in der Sprache Religie. Das ist eine Rückbindung. Das ist nicht eine Rückbindung nur senkrecht, sondern es ist auch Bindung waagerecht, Mensch. Das hat Religion immer geleistet. Aber heute erleben wir eine komische Einstellung, dass über Missstände in der Welt, die eigentlich nicht vom Vatikan ausgehen oder von dem Koran und dem ausgehen, sondern die kommen aus ganz ausdrückliche, gierhafte Wirtschafts- und Konsum- und Wachstumsideologie. Und dann sagen, die Religion war schuld, jetzt sollen die religiösen Menschen bitte ein Friedensgebet sprechen und müssen die Sachen gelebt. So einfach ist es nicht. Ich will das mal versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen. Ich bin gerade am Wochenende in Nordirland gewesen, in Belfast. Bis vor 20 Jahren hat es in Nordirland einen zum Teil sehr blutigen Krieg zwischen Protestanten und Katholiken gegeben. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass die Spannungen unter zwei Gruppen, die gemeinhin als Protestanten und Katholiken bezeichnet werden, heute noch so massiv sind, dass, wenn ein harter Brexit kommt und eine Grenze zwischen Irland und Nordirland als europäische Außengrenze, dass es Sorgen gibt, dass dieser Konflikt wieder ausbricht. Wenn man einen Moment dahinter guckt, dann wird deutlich, dass es letztlich eine Folge einer britischen Eroberung der irischen Insel gewesen ist vor 400 Jahren, die dann am Anfang des 20. Jahrhunderts zur Befreiung des größten Teils Irlands von England geführt hat, aber im nordirischen Bereich lebt eine Gruppe von Menschen, deren Vorfahren als Engländer oder schottische Siedler nach Irland gekommen sind und dort leben. Und diese beiden Gruppen, die irischen Republikaner, wie sie sich nennen, und die schottisch-britischen Unionisten, leben eigentlich in Parallelgesellschaften. Bis heute. Der Taxifahrer, der mich zum Flughafen gefahren hat, sagte, das Schlimmste in unserer Gesellschaft ist, dass es segregierte Schulen gibt. Es gibt Schulen für Katholiken und Schulen für Protestanten. Was hier deutlich wird, ist, dass die Religion ein Marker ist für eine Gesellschaftsgruppe. Ich kann jemanden identifizieren, offensichtlich können die das untereinander, an Namen und an sprachlichem Akzent, dass sie wissen, das ist ein katholischer Irre oder ein protestantischer Unionist. Warum? Sie leben in Parallelgesellschaften, die es nicht gelernt haben, über Jahrhunderte miteinander in einen vernünftigen Austausch auf Gleichberechtigung, auf gleicher Ebene zu treten. Die gemeinsam die politischen Angelegenheiten miteinander diskutieren, die Unterschiede als differenzierend, als vielleicht aggressiv, als bedrohlich empfinden, anstatt sie als bereichernd zu sehen. Und was mir das Beispiel gezeigt hat, ist, dass der politische und soziale und kulturelle Unterschied, der eigentlich die Differenz ausmacht, es geht nicht um Religion. Wenn man fragt, ein Protestant oder ein Katholiken fragt, dann sag mir doch mal in deiner Religion, warum jetzt die Unionisten so schlimm sind oder warum die Iren so schlimm sind, dann hört man eigentlich nur, wir wollen nicht von Dublin regiert werden oder wir wollen nicht von London regiert werden. Also es geht um politische Fragen. Ich glaube, wenn man das überträgt auf unsere Situation hier, dann ist das ganz Entscheidende, was Herr Abdin eben gesagt hat, wir dürfen nicht in Parallelgesellschaften leben. Wir müssen lernen, hinzuschauen, hinzugehen, herzukommen, eingeladen zu werden, das andere kennenlernen, die Differenz auch aushalten, dass jemand anders lebt, dass er auch noch, dass Menschen nach anderen kulturellen Vorstellungen, dass wir Weihnachten anders feiern, dass sie ihr Fastenbrechen so feiern, wie sie es feiern und so weiter, unsere unterschiedlichen Feste, die wir leben, dass wir andere Gesänge leben, dass wir unsere anderen heiligen Schriften haben. Aber das sind erstmal Unterschiede, die nicht, und darauf glaube ich, müssen wir als Zivilgesellschaft hier in Hamburg auch darauf achten, die nicht dazu führen dürfen, dass sie uns in Differenzen tragen. Das scheint mir der ganz entscheidende Punkt zu sein. Dann wird es deutlich, und dann ist, glaube ich, auch klar, dann können wir auch einen Schritt weiter reden und in unsere Religionen reingucken und sagen, was machen wir denn mit Texten, bei denen wir das Gefühl haben, da ist
Gewaltlatenz drin? Und was ist mit den Texten in unserer Heiligen Schrift, wo sagen, die sind doch ganz eindeutig auf ein friedliches Zusammenleben? Dann beginnt die eigentliche Arbeit sozusagen nochmal mit den Heiligen Schriften und für uns als religiöse Menschen. Also die Frage ist jetzt auch sehr verbunden und direkt mit der ersten Frage. Ich habe so kurz geantwortet, aber vielleicht jetzt in der Zeit etwas länger. Also das ausführlich zu erklären. Also ich rede in einem Jugendtum, das sieht sich auch hier. Und in unserer Religion, wir waren Gott sei Dank vielleicht nicht noch nie in der Lage, jemand anders zu diskriminieren. Also wir waren immer auf der anderen Seite, leider. Aber ich denke, die Kernfrage hier ist, wie sehen wir unsere Religion und wie sehen wir auch andere Menschen? Also Religion, die weiß, dass wir alle Menschen sind, alle von Gott hier erschaffen und alle Menschen sind im Bild, Gottes Ebenbild in der Welt. Und wir wissen, dass wir die Juden geboren oder die Juden konvertiert und folgen das Gesetz, müssen auch diese Gesetze sehr streng halten. Und andere Menschen sind Menschen. Und Gott hat uns alle in die Welt gebracht, weil er uns alle hier braucht. Also in dem Moment, dass so sehen wir auch die anderen Menschen. Und wir erwarten auch die anderen Menschen nicht, dass die jetzt zu unserer Religion haben. Wir erwarten nicht, dass die bestimmte Wege oder Werte, die wir daran glauben, auch folgen. Dann werden die anhand dieser religiösen Werte auch nicht diskriminiert. Also alle anderen Fragen, die schon die Grenze von Religion zur Politik dann überschreiten, das hat nicht mehr mit Religion. Aber wenn wir über Religion sprechen, so allein die Religion, dass wir dann haben, und wir wissen, also unsere Tradition ist sozusagen dann für uns, und alle anderen Menschen sehen wir als Menschen in der Welt. Ich sehe jetzt nicht, wie wir auch andere Menschen in anderen Religionen, andere Gruppierungen auch diskriminieren, wenn wir auf die religiöse Ebene bleiben. Ja, dann habe ich jetzt eine Frage an dir, lieber Sturmo, und an dir, lieber Abraham Jacobi. Eine zunehmende Islamfeindlichkeit ist aus Sicht von Experten mitverantwortlich für den Antisemitismus junger Muslime. Das zeigt eine von der Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlichte Dokumentation einer Studie. Dort war die Rede von sogenannten Sündenbockmechanismus. Etliche junge Muslime begründeten eigene antisemitische Einstellung damit, dass sie durch die zunehmende Islamfeindlichkeit selbst abgewertet und diskriminiert werden. Gibt es eurer Meinung nach einen Zusammenhang zwischen zunehmender Islamfeindlichkeit und zunehmendem Antisemitismus? Also wenn hätte in deutsche Politik jemand jüdischen Einfluss hat, dann könnte man sagen, dass die spüren diese Islamfeindlichkeit irgendwie mit dem Judentum zu tun. Aber das ist überhaupt nicht der Fall in Deutschland. Und deswegen, ich wundere mich über die Zentrale für politische Bildung, die so ein Ergebnis dann gibt, dass man sagt, es gibt Muslime, die als Reaktion für zunehmende Islamfeindlichkeit also aktiv Antisemitismus dann beginnen. Das ist nicht zu verstehen. Also haben beide nicht miteinander zu tun. Aber ich denke, dass die Situation, die wir heute in Deutschland seit einigen Jahren haben, ist relativ kompliziert. Ich versuche es vielleicht sehr kurz. Also es gibt seit bestimmten Jahren auch zunehmende Flüchtlinge, die in Griechenland kommen. So zuletzt wenige, aber sehr viele gekommen. Das hat verursacht, dass Frau Merkel, die das auch von gutem Wille und guter Absicht auch gemacht, kam in eine bestimmte Situation, dass ihre Partei und andere Regierungsparteien sind etwas runtergegangen, weil es sind zunehmende Deutsche, die damit auch Unsicherheit gefühlt. Ich rede mal so einfach. Und auf der anderen Seite ist auch als Ergebnis ist die AfD stark geworden. Jetzt ist die Frage, AfD sind Antisemiten oder
Das Land feiert den Herrn. Die Menschen sind noch nicht sicher. Und dann zuletzt kommt die Regierung und setzt einen Experte für Beauftragte für Antisemitismus, der wieder sagt, es wird zunehmen in Deutschland der Antisemitismus, aber nicht von Flüchtlingen, sondern Seiten des rechten Seite. Und mir persönlich scheint das zu sein, dass die Regierung sucht zu zeigen, dass die haben die Antisemitismus nicht hier gebracht. Weil wenn die zunehmende Antisemitismus kommt von Islam, das bedeutet, dass die Frau Merkel hat hier in Deutschland wieder Antisemitismus gemacht. Deswegen kommt diese Beauftragte und sagt, das ist jetzt nicht von denen, sondern von der rechten Seite. Jetzt können wir lange diskutieren, wo ist mehr, was ist Antisemitismus, von wo es kommt. Du kennst das mir, meine Meinung, dass ich pflege hier Kontakt, nicht nur mit dieser Gemeinde, sondern also, glaube ich, jeder Gemeinde, islamische Gemeinde, die vertrete hier, habe ich auch einen guten Kontakt, weil ich denke, dass wir hier in Hamburg alles gemeinsam tun sollen, damit wir hier in Frieden miteinander leben. Und ich frage mich, und ich frage auch manchmal auch Vertreter von anderen Gemeinden, ist, wie kann man unser Leben hier unabhängig von Einfluss von anderen Ländern hier wirklich auch auf einer Ebene mit einem Interesse der Hamburg auch gemeinsam gestalten. Sonst, wenn der Einfluss von Politik mischt sich sehr stark in Religion, geht es nicht. Aber dann kommen wir zurück zu dem Punkt. Das heißt, wir haben so eine Situation, dass man redet über zunehmender Antisemitismus. Manche sagen, der Islam ist schuldig, manche sagen, die Rechtsradikalen sind schuldig. Ich glaube, es ist auch jetzt schwer zu beurteilen. Aber das zu sagen, dass die zunehmende Islamfeindlichkeit, die kommt, sollte als die Ergebnis soll, dass man zunehmende Akten gegen Juden tun. Das ist nicht logisch. Ich habe es auch mal erzählt, dass ich habe mit einem Salafist getroffen, ein deutscher Salafist, der hat mir erzählt, er hat gebeten um einen Termin und wir haben uns in einem Hotel in Hamburg getroffen, in Tennessee. Und er hat erzählt, dass sein Freund, der viele Einzelhandelsfest hat, einen Anruf bekommen von einem Neonazi, der sagte, lass uns was gemeinsam machen gegen die Juden. Das natürlich macht auch großen Alarm von allen Seiten. Und was ich will sagen, ist, dass mal so ein Satz, dass das kommt wegen zunehmender Islamfeindlichkeit, ist nicht logisch, ist auch nicht zu verstehen. Die Situation ist sehr schwer, aber ich glaube, wir haben noch mehr Antisemitismus, da lasse ich noch andere Fragen. Das heißt aber, du siehst es, dass Antisemitismus und islamfeindlicher Rassismus zwei Seiten einer Medaille sind? Also man kann die beiden nicht vergleichen. Man kann vielleicht gemeinsam denken, wie man bekämpft beides. Man kann heute sagen, das und das, oder wir beide Gruppen haben Schwierigkeiten in Deutschland und wir werden von der Gruppe und der anderen Gruppe, die wir wirklich sehr gut denken müssen, von wo es wirklich kommt, weil weder diese Bericht noch der Bericht von Beauftragter werde ich jetzt nicht ernst nehmen, weil es spiegelt mich auf die Straße und spiegelt auch nicht, was ich von Gemeinden höre, von Kollegen höre. Man kann aber nicht beide vergleichen, wenn wir über Vergleich sprechen, weil Antisemitismus ist uralt. Und ich glaube, zurzeit gibt es zunehmende, die Antisemitismus mit Anti-Israel verbinden. Aber Antisemitismus hat eigentlich keinen Grund. Es war in allen Generationen, wir reden über tausende Jahre, und es gab keinen richtigen Grund zu zeigen. Das ist der Grund, warum wir damit Probleme haben. Ich möchte aber jetzt nicht auf, dass man sagt, Anti-Islam hat einen Grund. Aber wenn Anti-Islam ist eine neue Idee, die gekommen ist, dann müssen wir uns fragen, warum ist das gekommen? Nicht uns, Entschuldigung, muss die islamische Gemeinschaft fragen,
wieso auf einmal gibt an Islam. Das heißt, es gab nicht früher, ist jetzt geworden. Und die Frage ist, was hat das verursacht? Und ob man kann was machen, allein oder mit anderen Leuten. Aber man kann nicht beide, also das ist natürlich beides, Diskriminierung und Rassismus und alles Mögliche, beide. Aber man kann nicht jetzt mal sagen, beide als ein Problem. Also wie gesagt, so deutlich nicht, dass jemand das falsch, weil es sehr empfindliche Fragen. Man kann beide zusammen bekämpfen. Ich habe auch Leute bei uns gesagt, wenn die Juden in Deutschland sind klug jetzt, die müssen jetzt Hand mit allen muslimischen Gemeinschaften, weil irgendwann in den nächsten Jahren, wir werden hier die Mehrheit, nicht wir, aber Islam oder die Juden und Islam werden auch wachsen und wachsen. Und wir sollen jetzt alles tun, damit wir dann friedlich miteinander dann leben. Aber ich sage nochmal, dass der Bekämpfung muss erstmal intern gefragt, im internen Kreis. Gemeinsam kann man das bekämpfen, aber der Grund dafür ist nicht gleich. Ja, es ist natürlich eine spannende Frage. Wenn das wissenschaftlich erforscht und empirisch belegt ist, dann braucht es eine Deutung, wenn es das Phänomen gibt. So wie soll man das deuten? Das ist eine interessante Frage. Ich versuche, eine Deutungsmöglichkeit zu entwickeln. Wenn in, ich mache es ziemlich, ich mache es leicht, wenn am Hauptbahnhof ein junger Mann ein Mädchen anmacht. Es stellt sich heraus, dass der Mann Jude ist. Und die Menschen sagen, schon wieder die Juden. Eine Verallgemeinerung. Jeder würde sagen, Antisemitismus, das darf nicht sein, da muss die Juden stehen und die Juden dagegen sprechen. Das ist nicht möglich. Das ist klar, das ist die Reihenfolge. Wenn sich aber herausstellt, dass dieser junge Mann ein Muslim ist, dann wird wiederum verallgemeinert. Das sind die Muslime. Aber in der Volkswahrnehmung wird ein Phänomen von Islamfeindlichkeit nicht auf die gleiche Weise. Und hier merkt die Muslime ein Problem. Wenn eine Verallgemeinung im Falle eines Juden so einen großen Aufschrei hervorbringt, aber es Muslim ist, sind alle still, auch kommt von der Politik keine Signale, dann sagen die, woher kommt es? Warum ist in der Volkswahrnehmung die Sensibilität für die Islamfeindlichkeit nicht so intensiv und nicht präsent, wie es bei Menschen ist? Das ist nämlich ein Schluss. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Was geschieht da? Warum wird Islamfeindlichkeit, obwohl es mittlerweile wissenschaftlich auch belegt ist, dass es den Phänomen gibt, so war ein anti-islamischer Rassismus, gibt es. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist es nicht so präsent, wie es an diesem Diskurs der Fall ist. Das ist ein Phänomen, womit wir uns beschäftigen müssten und schauen, wie kann man dieses Bewusstsein, öffentliche Bewusstsein für dieses Phänomen früh genug und intensiv genug schaffen. Ich würde gerne in die Diskussion zumindest noch eine Überlegung mit reinbringen wollen. Und zwar, natürlich mache ich das aus der Position jemands, der wenn man so will, zur Mehrheitsgesellschaft gehört, aber das auch nochmal anschaut unter der Fragestellung, betrifft mich das jetzt als Christ? Und ich sage, nein, das ist erstmal vor allen Dingen erstmal eine Frage, die mich als Staatsbürger betrifft, wenn ich feststelle, dass Minderheiten diskriminiert werden. Jetzt gehe ich nochmal auf mein Beispiel eben nach Irland zurück, was ich gemacht habe. Da ist auch deutlich geworden, dass der Kern des Problems der wechselseitigen Diskriminierung, die in Nordirland stattfindet, nicht ein religiöses Problem ist. Das heißt, die Menschen werden nicht gemakelt, auch in den Beispielen, die wir eben gehört haben, ob es um Judenfeindlichkeit oder Islamfeindlichkeit geht. Es geht nicht darum, dass ich etwas gegen die Religion habe. Die meisten, die so reden, wissen gar nicht. Eigentlich gar nichts über die Religion. Es geht also nicht um eine innerliche Auseinandersetzung
mit einer anderen Religion, ja, weil sie nicht an den dreieinigen Gott glauben oder weil sie nicht an Jesus Christus glauben oder meinetwegen von Maria nichts halten. Also das sind nicht die Punkte, sondern die Punkte sind, es geht letztlich um Menschen, die einer ich als Bedrohung erlebe oder als Sündenbock mir aussuche, weil sie in irgendeiner Weise anders sind. Ich kann sie markern. Jetzt fragen wir andersherum, was heißt das denn dann für uns? Also was müssen wir tun, um solchen Dingen entgegenzutreten? Ich glaube nicht, dass man darüber argumentieren muss, sondern man muss andersherum dafür sorgen, dass, was Herr Apin eben das barrierefreie Zusammenleben genannt hat. Das heißt, wir müssen fragen, wo sind denn die Barrieren? Und die Barrieren sind ganz sicher, da haben Sie gerade darauf hingewiesen, unterschiedliche Chancen in der Gesellschaft. Also wir müssen dafür sorgen, dass eben Menschen, die glauben, andere diskriminieren zu müssen, es tun, weil sie sich selber groß fühlen wollen dabei. Also dass der selber, der diskriminiert, das tut, weil er glaubt, er hat keine Chance, dass er Chancen hat. Also wir müssen in Bildung und Integration investieren. Das scheint ein ganz wichtiger Punkt. Gleichzeitig, da bin ich beinhart für Religionsfreiheit. Und zwar nicht im privaten, sondern im öffentlichen Raum. Deswegen ist mir das so wichtig, dass wir heute hier sind. Ja? Ich finde das ganz toll, dass Sie immer mal darauf hingewiesen haben, der Islam muss aus den Hinterhöfen raus. Ich möchte islamische Gemeinschaften in öffentlichen Orten genauso sehen wie christliche Gemeinschaften und jüdische Gemeinschaften, die wieder entstehen in Deutschland. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das gilt für andere Religionen auch. Und dann, geht es, glaube ich, bei denen, die andere diskriminieren, im Kern darum, wenn wir das diesen Tendenzen das Wasser abgreifen und abgraben wollen, um gesellschaftliche Teilhabe und um politische Mitbestimmung. Das, glaube ich, sind die Schlüssel, aber die Voraussetzung dafür ist eben Bildung und Integration über berufliche Chancen, über Perspektiven für mich und meine Familie. Und dann kann ich Teil einer Gesellschaft sein und dann kann ich mich auch einbringen und kann auch mitbestimmen in einer Gesellschaft, die natürlich untereinander aushandelt. Und wer keine Stimme hat, ist nicht dabei, der ist an der Hand. Ich frage mich gerade, ob Sie die Frage noch so sinnvoll ist. Ich stelle sie trotzdem mal, wenn ich sie kurz zu beantworten kann. Eine Frage an Rabbiner Wislitzki. Dürfen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit miteinander verglichen werden? Und können solche Vergleiche weiterhelfen? Also ich habe mich schon verstanden. Darf ich dazu was sagen? Also ich muss sagen, jegliche Art von Radikalismus, islamfeindlicher Rassismus, Antisemitismus, ob das jetzt theologischer oder politischer Rassismus, ist eine Krankheit für die Gesellschaft. Und ich denke, das ist immer, geht es darum, Diskriminierung anderer Menschen. Deswegen sagen die auch immer, natürlich halt zum Beispiel, was Religion betrifft, bin ich ein überzeugter Muslim, sonst wäre ich kein Muslim, wenn das der Islam für mich nicht der wahre Religion ist. Aber sobald ich halt dann anderen Menschen sage, meine Religion ist das Richtige, eure Religion nicht, dann diskriminiere ich die Menschen. Deswegen geht es darum, um Religionsfreiheit in erster Linie. Ich habe eine traumatische Erfahrung erlebt vor 38 Jahren, da war ich 2 Jahre in Deutschland. Da sagte mir ein alter deutscher Mann damals, mein Jung, das, was die Juden hinter sich haben, habt ihr Muslime vor euch. Das war eine traumatische Erfahrung. Und damals habe ich schon gesagt, ich werde alles tun dafür, was in meiner Macht steht, um eine friedliche Gesellschaft zu haben. Ich möchte eine Gesellschaft, nicht nur für mich, auch für meine Kinder, für euer Kinder, für uns alle, eine friedliche Gesellschaft. Und das war auch halt meine Lokomotive, meine Motivation, dies zu tun. Vielleicht halt fühle ich jetzt halt dann die Zeit für Ihre Frage, liebe Frau Höfert, und würde ich halt dann gleich was sagen, aber Abu Ahmed hat das Vorrecht. Ich finde, diese Frage ist eine ernste Frage, eine wichtige Frage, ob Antisemitismus und Islamfeindlichkeit vergleichbar sind. Zunächst mal, Vergleichbarkeit bedeutet nicht gleich sein, sonst vergleicht man die Sachen nicht.
Man vergleicht Sachen, um auch Unterschiede herauszuarbeiten. Und somit die Vergleichbarkeit tun wir. Das ist in Ordnung. Wo gibt es Schnittpunkte oder wo gibt es eine Ähnlichkeit? Ich glaube, es gibt Momente, die auf eine Ähnlichkeit deuten. Zum Beispiel, es gibt die Vorstellung, dass die Juden seien, hätten viel Macht in der Welt und sie würden alles Mögliche lenken, so konspirative Hintergründe. Sie seien eine Gefahr. Im gleichen Moment gilt auch auf Muslime, sie kriegen zu viele Kinder, sie sind eine Überbevölkerung von Deutschland, sie werden sozusagen hier dieses Land übernehmen. Der gleiche Moment findet man bei den gleichen. Den gleichen Impuls in der Stimmung. Zweiter Punkt ist die Geschichte. Wir wissen, dass die Juden in Europa, christliche Europa, die hatten nicht immer Ruhe. Um es ganz sanft zu beschreiben, auch die muslimisch-christliche Geschichte ist auch gespannt gewesen, die war auch nicht sanft. Und so gibt es Parallelitäten zwischen Verhältnis christliche Europa. Juden, christliche Europa, Muslime. Und so, wenn man das nach heute transportiert, ist das weiterhin diese Vorstellung, die zwar nicht mehr so religiös markiert ist, aber die gleiche Einstellung gegenüber Muslimen sei etwas anderes. Und daher, ich glaube, es ist wichtig, dass diese Phänomene früh genug festgehalten werden, verstanden werden, gedeutet werden, damit wir in dieser Gesellschaft keine verhärtete Fronten bekommen, dass wir miteinander sprechen. Wobei wir miteinander sprechen, können wir vorbeugen, dass Frieden in dieser Gesellschaft gewährleistet wird. Wenn sich die Stadt nur noch enden, es gibt Sachen, die mit Religion eigentlich nichts zu tun haben. Wir leben in einer globalisierten Welt. Heute in Hamburg, Klassenräume sind globalisiert, die Wohngebäude sind globalisiert, die Arbeitsplätze sind, die Menschen sind aus verschiedenen Ecken da. Wir haben eine sehr bunte. In Hamburg gibt es zum Beispiel die Statistik, die sagt, Kinder zwischen 0 und 18 Jahre alt, 50% haben Migrationshintergrund. In Hamburg Mitte sind es 70%. Von 0 bis 18 haben Migrationshintergrund. Das hat eine sehr rapide demografische Veränderung, plus natürlich die Einwanderung. Und so wird die Gesellschaft immer sehr schnell bunt. Diese schnelle Buntwerden der Gesellschaft wird nicht gleich in der gleichen Art wahrgenommen. Sie wird auch nicht eingearbeitet in pädagogische Ausbildung, Lehrerausbildung, Ausbildung von Seelsorger, von Jugendarbeiter, von Pädagogen. Und so, wir werden sozusagen hinter der demografischen Veränderung hier, und dann entsteht natürlich durch die Buntheit eine Spannung. Weil in der Buntheit möchte man sich selbst definieren. Es entsteht ein Identifikationsbedürfnis und läuft oft durch Aufwertung des Selbst über dem anderen. Und so, es geht nicht von allein gut, wenn wir eine gute Gesellschaft haben. Das ist ein Schutz, auch ein Bild, auch eine Gefahr. Daher brauchen wir eine Mediation, wir brauchen einen interlösen Dialog, wir brauchen Respekt, wir brauchen Kommunikation. Wenn wir das nicht machen, dann gehen wir die Gefahr, dass die Fronten sich verhärten und dann können wir gar nicht mehr miteinander sprechen. Die Muslime sich halt oft vermehren, das ist ein Klischee, weil ich habe ihnen zwei Kinder oder ich habe was falsch gemacht oder es liegt an einer Zeitknappheit bei mir, keine Ahnung. Aber davon abgesehen, kurz halt für die, die mich nicht kennen, halt, ganz kurz, halt, ich bin in Libanon geboren, dort halt so ungefähr 17 Jahre aufgewachsen, mein Vater Libanese, meine Mutter Jordanierin. Ich bin Sunnit, Muslim Sunnit erzogen worden. Ich bin glücklich verheiratet mit einer halb Iranerin, halb Armenierin, also halb Muslim-Schiitin, halb armenisch-orthodox. Wir haben eine kleine Abschied zu Hause von der Hamburger Gesellschaft. Wir sind also Christen, Muslime, Schiiten, Sunniten, also multireligiös, multikulturell, multilingual. Und ich kann Ihnen garantieren, also ich bin seit 30 Jahren verheiratet, es lief alles friedlich, ich habe bis jetzt keine einzige Gusswanne auf den Kopf bekommen. Ich habe jetzt eine Frage an Herrn Jakob. Sieht die deutsche Gesellschaft weg, wenn es um antimuslimischen Rassismus geht? Inwieweit trägt die mit
mediale Berichterstattung zur Spaltung der Gesellschaft bei? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil... Ist auch ein gleich... Ja, wir in dieser globalisierten Welt sind lokale Probleme nicht mehr lokal haltbar. Lokale Probleme sind gleichzeitig global. Und die Image von Islam und Muslime ist in den letzten Jahren ziemlich gelitten. Auch unter internationalen Schieflagen. Auch diese Clash of Civilizations, die Doktrin und 11. September in Afghanistan und Befreiung von Irak und so weiter, Entstehung von ISIS. Es gibt in der Luft ein Image, was durch sehr viele Faktoren entstanden ist, das nicht gerade positiv ist. Warum ist das so? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es kommen unzählige Faktoren zusammen, um so ein Phänomen zu deuten. Das hat natürlich wiederum eine Wirkung auf die lokale Ebene. Und hier entsteht auch eine schiefe Wahrnehmung. Da kommen die Fragen wie, ist Islam ein Teil von Deutschland und so weiter, diese Frage zum Beispiel. Obwohl ich eigentlich denke, dass es ein Islam nicht gibt. Und nicht gegeben. Es sind auch ein Christentum und kein Judentum. Ich habe keine Religion. Es gibt immer Menschen. Das sind Worte, das sind Konstrukte. Aber in der Tat gibt es Menschen, reale Menschen. Und diese Menschen leben unter ganz realen, konkreten Bedingungen. Und sie werden genannt und sie werden zufrieden aus ganz konkreten alltags-, sozialen, wirtschaftlichen, politischen Bedingungen. Und so, diese Frage ist, dass sozusagen die Muslime übermarkiert, religiös übermarkiert. Das ist eine Sache von außen. Ich mache sehr viel mit jungen Leuten. Das sind junge Leute, die sind in allen jüdischen Familien aufgewachsen. Sie haben keine religiöse Unterweisung. Und wenn sie pubertär beim Teenager, dann werden sie von den Schulkameraden gesagt, bist du vielleicht Stefan, du heißt doch Mustafa. Du bist doch Moslem. Jemand hat mir erzählt, ein junger Syrer kam nach Berlin zu einer Familie aus Syrien und er trank Alkohol. Und die sagte, das bist doch Moslem. Schämst du dich nicht, Alkohol zu trinken? Also von der anderen Seite, das heißt, die Nicht-Muslime machen einen Muslim zu einem Muslim, auch wenn er das nicht will. Und so, es sind sehr komische Konstellationen. Das heißt, bei Muslimen ist die Religion präsent, wir werden übertheologisiert. Das ist ein Problem der Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob das immer so gewesen oder ist eine Sache von Medien und Wahrnehmung. Das ist noch eine Sache, die man differenzierter schauen müsste und vielleicht kommt man zu Einsicht, dass die Muslime sind, genauso wie die anderen, können religiös sein, allreligiös sein, antireligiös sein, fromm sein, nicht so fromm sein, sie unterliegen die gleichen Lebensprobleme, sie haben auch Mietprobleme, sie werden auch krank und sterben und verheiraten, bekommen Kinder oder auch nicht. Also Religion ist nicht A und O, ihr Leben, sondern es sind die Muslime besonders, warum ist es spielt, die Jungen sind besonders. Das ist eine Projektion von außen. Ich bin Muslim, ich kenne die Leute, die sind gar nicht so fromm. Weiß jemand hier, dass in Teheran gibt es eine größere aktive Gemeinde als Berlin? Also ich glaube über 20 Synagogen. Ja, jemand, der weiß. Also es ist ein kleines Beispiel, das kommt auch aus den Medien und der neuen Kommunikation in der Welt, dass jeder weiß über Konflikt, jetzt Iran, Israel, Amerika sind alles, aber dass dort wird eine lebendige jüdische Kultur und also Synagogen und wird gefeiert, wird Torah gelernt, also mehr als, glaube ich, jede andere Stadt in Deutschland, das wissen wenig, oder viele können sagen, wir können es überhaupt nicht vorstellen. Das ist keine Frage, das ist Einfluss, von was wird gezeigt, was wird nicht gezeigt. Also ich möchte auch ein eigenes Beispiel von Hamburg. Muss mal gucken, ob wir das schon weg. Ich habe vor 5 Jahren. Ich habe vor 5 Jahren in Hamburg Rabbinerseminar gegründet. Und dann war ein Bericht im NDR. Und die haben jemanden interviewt und gefragt, was hält er davon, dass man in Hamburg jetzt also ein orthodoxes Institut. Und während dem Bericht im NDR, im Hamburg-Journal, man hat
sendet Bilder von einer Demonstration in Israel, eine sehr radikale Gruppe, die Feuer macht und so den Eindruck gegeben, alle Zuschauer der Abend zu sagen, die Leute, die jetzt sind, man im Fernsehen, die kommen jetzt nach Hamburg. Und am nächsten Tag, wenn ich auf die Straße gehe, dann sagt man, hier ist der, den wir gestern gesehen, und das geht nicht so schnell von dem Kopf von Mensch. Und ich möchte auch, was damit zu tun, auch zurück zu der vorigen Frage machen, was Sie, Herr Kobi, auch gesagt. Wir haben offiziell, die Frage war, ob kann man vergleichen Antisemitismus und Anti-Islam. Und ich habe geantwortet über den Vergleich, aber ich komme zurück zu alltäglichen Schwierigkeiten, die ich als orthodoxe Jude, die Tradition von 3000 Jahren, Tradition, die ich von meinem Vater und Mutter, von meinen Großeltern, von meinen Urgroßeltern, ich habe in meinem Stammbaum, ich kenne über 10 Generationen in Deutschland, also mehr kenne ich nicht, aber die 10 Generationen, die zeigen, dass die alle gegangen in diese Tradition. Und ich sehe, und ich habe viel mehr, ich habe keine Angst, aber ich fürchte mir viel mehr für die Zukunft. Aber es spiegelt ja etwas, das offensichtlich auch bei Menschen, die vielleicht lange ihre Identität im Blick auf Religion selber nicht praktiziert haben, aber auf einmal Fragezeichen haben gemerkt. Und insofern habe ich den Eindruck, ja, in der Tat, wir müssen ganz neu lernen hinzuschauen auf das andere, aber eben mit diesem neugierigen Blick. Warum? Weil Gesellschaft nicht einfach irgendwie ist, sondern Gesellschaft ist etwas, an dem wir auch mitbauen, an dem jeder Einzelne. Sie haben ja eben ein schönes Beispiel dafür gegeben, indem Sie erzählt haben, wie Sie wirklich darum gekämpft haben, um endlich an diesem Ort einen Ort zu finden, der, das finde ich als zweites ganz wichtig, nicht nur an dem Ihre Religion gelebt wird, sondern der ganz bewusst offen sein will, der andere einlädt und sich als ein Ort versteht, in dem auch Religionen miteinander ins Gespräch kommen. Und dem dann natürlich auch Menschen erleben, aus ihren unterschiedlichen Traditionen, wie anders sein geht. Dass wir, das kann man finden, wie man will, aber dass man zuerst einmal als Identität eines, jetzt komme ich nochmal auf, was ich anfangs gesagt habe, eines von Gott geschaffenen Menschen ist, der sich in seinem So-Sein ebenso leben will. Der aus einer Tradition kommt, ja von 10 Generationen gesprochen. Ich weiß, bei meiner Familie ungefähr 300 Jahre kommt aus dem gleichen Kaffamine rein. Wahrscheinlich alle katholisch gewesen, weil was anderes gab es noch nicht. Da war nichts anderes im Angebot. Das ist aber heute nicht mehr so. Aber diese Identität, die wir nun mit herbringen, die man lebt, oder weil eben vielleicht viele in unserer Gesellschaft sich heute entscheiden, das nicht mehr zu leben, religiös zu sein, die dann sich anders orientieren, aber all das muss sich neu sortieren. Und wie kann man das? Ich glaube, indem wir Orte von Bewegung schaffen. Also wenn wir nachher draußen zusammensitzen und mal miteinander reden, indem wir Stadtteilfeste feiern, indem wir offene Moscheen und offene Kirchen haben. Aber nicht nur die offen machen, sondern auch hingehen. Ja, nicht in die eigene, sondern in die andere. Das sind, glaube ich, Möglichkeiten, wie wir lernen können, hinzuschauen, um dann eben auch eine Gesellschaft miteinander zu bauen. Ich will nicht dieses technische Wort konstruieren sagen, aber faktisch ist es das. Wir bauen miteinander die Gesellschaft, die wir haben wollen. Und wenn wir nicht hinschauen, dann sind wir selber schuld, wenn sie andere kaputt machen. Ich möchte vielleicht 2, 3 Gedanken dazu führen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir mittlerweile, sagen wir mal, unsere Gesellschaft hat ein etwas schwieriges Verhältnis zur Religion generell. Man dachte vor einiger Zeit, die Menschen kommen ohne Himmel gut zurecht, sie brauchen keinen Gott. Und so, Religion sei vorwissenschaftlich, sie schon abgetan und wir haben einen säkularen öffentlichen Raum und die Menschen können auch ohne Gott zurechtkommen. Ich denke, mittlerweile weiß man, dass es so nicht ist. Sondern das Religion hat immer mehr Präsenz, auch im öffentlichen Raum. Das Religion meldet sich oft auch von den falschen Leuten, auch in einem falschen Diskurs. Habermas zum Beispiel schreibt, wir leben in einer postsäkularen Gesellschaft. Es ist keine säkulare Gesellschaft mehr. Und so die Frage der Religion wird neu gestellt an uns
alle. Was für ein Verhältnis hat unsere Geschäftsführung? Was ist die Vision? In Amerika sagt man zum Beispiel, wir brauchen spirituelle Ressourcen. Wir brauchen nicht nur Ressourcen. Ich mag diese Terminologie nicht, weil das reduziert die Religion auf etwas, was die Gesellschaft sozusagen so ein bisschen verschönert, aber hat keine grundlegende Aussage über die Grundlage, worauf die Gesellschaft gebaut ist. Aber ich glaube, das ist ein Thema, wahrscheinlich ist auch die Präsenz der Muslime in Europa, in Deutschland, führte dazu, dass die Menschen hier wieder aufmerksam geworden sind auf die Frage von Religion. Sie dachten, sie ist nicht mehr, jetzt ist sie doch da. Und so, sie fangen wieder an, ihre eigene, sagen wir mal, Probleme mit Religion wieder zu verarbeiten. Und auch eigene Probleme werden auf Systeme projiziert. Und es entstehen ganz falsche Zusammenhänge. Ich denke, wir sind in einem Diskurs, der nicht von alleine gelingen kann, sondern es muss begleitet werden. Ich gehöre zu den Menschen, die sagen, der integrierte Dialog ist ein Muss, es ist kein Luxus, es ist keine Freizeitbeschäftigung. Auch die interkulturelle, religiöse Mediation ist heute, es ist ein Muss, damit unsere Gesellschaft den Zusammenhalt behalten kann und damit sie aus der Buntheit und Verschiedenheit ein Kapital schlagen kann. Das geht nicht von alleine. Daher, so eine Sitzung ist eigentlich eine wichtige Übung, aber das reicht nicht aus. Ich wollte jetzt eigentlich mit Blick auf die Uhr zum einen das Publikum schon mal einladen, anzufangen zu überlegen, welche Frage fehlt aus dem Publikum, gleich noch zwei, drei Fragen gestellt werden. Und dann da hinten gehen schon die Hände hoch, dann würde ich sagen, öffnen wir den Raum für Publikumsfragen. Wir haben halt junge Männer. Ja, okay. Fangen wir mal an. Guten Abend, guten Tag. Salam alaikum, ich bin auch von Zentralrat der Muslime im Verstand und ich habe eine Frage, aber zwei Dimensionen. Einmal meine Frage ist an Herrn Rabbiner. Das ist über die Statistiken, Fakten, über die Straftaten gegenüber Juden in der Gesellschaft. Statistiken so zwei Jahre vor, ungefähr 1200. Straftaten gegenüber Juden geübt worden sind, überall in Deutschland. Und im 2018 1450. Und meine Frage konkret: Wie viel Prozent von diesen Straftaten von Muslimen geübt worden sind? Gibt es diesbezüglich eine Statistik bei Ihnen? Und zweite Sache: Über Islam und die Straftaten gegen Muslimen. 2017 war ungefähr 1400 und 2018 1960 oder 70 nach Statistiken, was vom Innenministerium ausgestellt sind. Und diese Flut und Erdbeben, die haben erlebt, Straftaten gegenüber Islam. Ich denke, das hat mit Präsenz der Muslime in Deutschland zu tun. Meistens Ursache im Ausland, Nahosten, ISIS und Terrorismus, internationaler Terrorismus und so weiter und so fort. Aber wie Sigmar Gabriel gesagt hat in einer Sitzung im Emiratischen Konsulat, 99% der Muslimen hier in Deutschland, sie sind, Herr Daniel auch war dabei, sie sind so friedfertig und mit anderen so Bürger, sie leben in Koexistenz und keine Probleme. Jetzt Frage: Haben Sie diesbezüglich eine Statistik, wie viel Prozent, weil einige wollen von Antisemitismus Muslimen verantwortlich machen, aber die Fakten und Daten sagen was anderes. Und was sagen Sie dazu? Danke. Und nur eine Bemerkung: Die Synagogen und die jüdische Einrichtung in Teheran ohne Polizeischutz. Also ich habe keine Zeit, Statistiken zu lesen. Und ich glaube auch nicht an die alle, was ich auch früher schon auch erwähnt. Ich denke, es liegt jetzt, diese Zahlen liegt einfach mehr, gehört auch zu der modernen Welt heute, die Social Media, dass man hört mehr über Dinge, die passieren. Und
Früher vielleicht nur, wenn was brutal passiert, wenn eine wirkliche physische Attacke war, dann kam es zur Polizei und so weiter. Viele andere Dinge, wie ein Schimpfwort oder ein Spruch oder was da, früher ist einfach weitergegangen. Heute wird sofort online gepostet und dann wird auch wieder auch die Polizei und so weiter gefragt. Also als auch vor ein paar Monaten, als ich wurde im Rathausmarkt auch bespuckt, ich habe die erste 24 Stunden auch von mir aus gar nicht gemacht, weil ich habe mich gefragt, was bringt es, dass morgen steht in der Presse, dass der Rabbiner wurde attackiert. Also ich weiß nicht, was der Ergebnis davon. Aber am nächsten Tag hat die Polizei entschieden, dass die die Pressemeldung schreiben und dann ist dann auf einmal international gegangen, sogar dass meine Mutter hat angerufen aus Israel, dass sie hat jetzt in Nachrichten in Israel gehört. Ich habe nichts gesagt. Warum? Das ist dann natürlich auch sehr schnell weitergegangen. Ich habe auch einen Kollegen in Dresden, der schon lang berichtet über kleine Vorfälle, aber ging nicht zur Polizei, die von Neonazis dann hat er erlebt. Alle in Westdeutschland, die ich von Freunden, also ich habe viele Kollegen in Deutschland, die berichten auch, was in die Gemeinde geht, alle die Taten, die ich in Westdeutschland gehört, die kamen mehr von Muslimen. Jetzt kann ich nicht sagen, ob jetzt alte Muslime, die schon immer in Deutschland oder von den Flüchtlingen, aber das ist jetzt, das heißt, man hört intern mehr, das kommt von Muslimen, als was dann kommt von Rechtsradikalen. Ich kann aber nicht genau Zahlen nennen, wie gesagt, das ist jetzt auch intern viele gehen überhaupt nicht weiter zur Polizei und auch viele, die zur Polizei gehen, sagen meistens, wir vermuten oder wir denken, das war so und so. Wie viel von diesen 1000 plus Fälle hat man wirklich auch die Täter auch gefunden? Wahrscheinlich auch relativ wenig. Deswegen ist auch nicht so klar und nicht so einfach, seine Statistik zu erklären. Jetzt gehen einige Hände hoch. Okay. Möchte jemand, der eine Frage stellt, nicht gefilmt werden? Weil der Kameramann hat gefragt, falls jemand was dagegen hat, von der Kamera etwas zu werden, möge sich bitte melden. Aber ich denke, wir sind alle offen, also insofern. Ich bin seit 20 Jahren bei Ihnen Gast. Mit 200 Gruppen von Lehrerinnen und Lehrern aus Hamburg, plus Lehrerstudenten, plus Seminarleitern. Ich glaube, so viele Lehrer hat es hier nicht gegeben. Sie sprechen davon weg vom Hinterhof. Ja, für Frieden, und Frieden bedeutet auch immer Frauenrechte, Kinderrechte, Menschenrechte. Und ich komme immer gerne hierher, weil dies eine der Moscheen in Hamburg ist, wo der Verfassungsschutz, wenn er denn da sitzt und sonst da sitzt, der findet hier nichts. In vielen anderen ist was zu finden, auch in anderen Gotteshäusern ist was zu finden. Aber ich bin mit Lehrern, 200 Lehrergruppen gekommen, und Lehrer auch in muslimischen Ländern sind vielfach ja Frauen, und natürlich waren meine Gruppen auch mehrheitlich Frauen. Und in keiner dieser Gruppen, und wir sind alle ehrlich beantwortet worden, war auch nur eine Frau da von ihrer Seite. Und ich frage mich, wann sich das ändert und die Frau nicht nur am Baklava-Tisch steht, sondern die Frau auch nicht nur innerhalb der Gemeinde, das weiß ich ja, was es hier gibt, ich habe dieses Heft gemacht mit Ihnen auch innerhalb der Gemeinde, sondern auch nach außen mit den anderen im Diskurs ist, weil auch das kann eine Art Hinterhof werden. Ich würde gerne auch ein kurzes Statement dazu sagen, also selbstverständlich, also ich muss Ihnen sagen, ich glaube halt die Damen sind überall, nicht nur halt in unserer Gemeinde, am aktivsten und am fleißigsten. Eins haben wir in dieser neuen Moschee mit der Synagoge gemeinsam, die Damen beten bei uns halt auf der Loge.
Manche Leute sagen, ja, warum halt nicht hier? Sagen immer halt da bei uns in der Moschee, genau wie bei dir in der Synagoge, schauen die Männer auf die Frauen herauf oder die Frauen auf die Männer herab. So viel dazu. Ich kann nur sagen, halt, die Frauen stehen bei uns nicht nur am Baklava-Tisch. Da stehen halt da, die meisten halt da Leute, die heute gekocht haben und Essen vorbereitet haben, waren Männer. Die Frage müssten Sie eigentlich uns allen drei stellen. Ich sage das mal für meine Kirche. Ich habe gesagt, ich gehöre der katholischen Kirche an. Meine Frau ist Theologin. Und Sie können mir glauben, dass bei uns bei der Frage Frauenpriester durch die Fetzen fliegen. Wir sind als Kirchen oder als Glaubensgemeinschaft einen großen Vorteil, weil wir einen riesen Traditionsschatz bewahren. Das macht uns aber gleichzeitig auch sehr langsam. Das ist keine Rechtfertigung, das erklärt manches. Das stellt meine drei Töchter nicht zufrieden, meine Frau nicht. Aber ich glaube, das ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Das hat aber damit zu tun, dass die Religion nie als solches kriegen, sondern immer inkulturiert. Und damit sind sie sofort mit der Frage konfrontiert, dass Religionsgemeinschaften in einem bestimmten soziokulturellen Kontext entstanden sind und mit diesem Ballast unterschiedlich umgehen. Weil wir natürlich immer neu fragen müssen, was, jetzt spreche ich mal christlich, was bedeutet das Christusereignis, also das Kommen Gottes in die Welt in Jesus Christus? Ein jüdischer Wanderprediger, der im Nahen Osten zur Zeit Kaiser Augustus etwas den Menschen mitgeteilt hat, das uns bis heute fasziniert und von dem wir ständig fragen, was ist jetzt das Eigentliche und was ist eine Ausprägung, wo wir sagen können, da müssen wir heute anders mit umgehen. Da streiten wir uns in bestimmten Punkten. Ich habe das Priestertum der Frau eben als ein Beispiel genannt, in meiner Kirche sehr heftig. Aber insofern ist das eine Frage, glaube ich, die man so einsortieren muss. Der Streit wird weitergehen. Letzte Frage, okay, letzte zwei Fragen und dann müssen wir langsam halt zu Ende kommen. Da hinten halt der Herr. Ja, und Sie auch, aber ich warte, wo sind. Sehen Sie, das meine ich halt, auf Männer ist kein Verlass. Also der junge Mann, der hier saß, hat alles halt stehen gelassen und ist gleich wieder weg. Guten Abend an alle. Erstmal vielen Dank für die sehr gute Initiative zum Religion-Dialog. Ich habe vorhin gehört, Diskriminierung hinsichtlich der Religion. Meine Frage geht in die Richtung, also Diskriminierung ist nicht anders als ein Resultat, was in den letzten 20 Jahren passiert, also allgemein in der ganzen Welt. Jetzt die Frage, denken Sie nicht, dass es durch Globalisierung, also wurde ja eigentlich die Religion als Medium ausgenutzt und die religiöse oder die Religion oder die religiöse Leute, die haben sich einfach, sag ich mal, die haben einfach verschlafen, einfach solcher Dialog früher anzufangen, zusammen auseinanderzusetzen und gemeinsam zu überlegen, wie sich ja miteinander erstmal umkommen. Ja, und einfach sich zeigen, wer sie sind. Ich kann auch, als ich noch in Deutschland kam, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Die erste Frage war, ich bin Moslem. Die haben mich gefragt, wie ich heiße. Ich heiße Mohammed. Natürlich, ich bin Moslem. Und die kamen gleich die Frage, warum ich kein Kopftuch trage. Ich bin ein Mann. Ja. Das heißt ja einfach, das Problem, viele Leute, die wissen nicht über Religion, weder Moslem oder Islam, über den Islam oder Judentum und so weiter. Also ich denke, ja, was ja von unserer Seite, was fehlt einfach für religiöse Allgemeine, also uns zu zeigen, wer wir sind. Also was heißt ja Religion, was heißt Islam, was heißt Judentum und so weiter. Aber meine Frage konkret, wie gesagt, ja, denken Sie nicht oder glauben Sie nicht, dass durch die Globalisierung wurde ja die Religion als Medium ausgenutzt?
Ich habe es ja eben mal versucht zu sagen, Religion ist ein Marker, um Gruppen zu bezeichnen. Vielleicht haben wir es auch selber verpennt. Wenn wir hinschauen und gucken, dass, ich denke jetzt mal an meine Kirche, Johannes Paul II., Papst Johannes Paul II. Ist ein Mann gewesen, der ganz, ganz früh den Dialog der Religionen geführt hat, zum Beispiel das Weltfriedensgebet von Assisi, lange vor 9/11 angefangen hat. Deswegen auch ein relativ enger Austausch, gerade zu den Führern verschiedener Religionen. Das haben wir vor Ort verpennt. Ja, also die großen, unsere führenden Leute haben solche Dinge gemacht und wir sind eigentlich zu spät vor Ort in den Stadtteilen, in den Kirchengemeinden wach geworden, um das auch uns zu fragen, was das bedeutet. Aber es hilft ja nicht weiter. Also ich würde immer sagen, ja klar, aber dann lass uns daraus lernen und sehen, was wir heute machen können, wie wir es weitermachen können. Und anstatt zuzulassen, dass andere hingehen und unsere Religion benutzen. Das ist doch das Wichtigste und Schönste, was es gibt, was wir haben. Also ein großer Teil meiner Identität besteht doch darin, ja nicht, dass ich, was weiß ich, mir eine neue Hose kaufe oder ein dickes Auto fahren kann, aber was weiß ich, sondern ein großer Teil meiner Identität besteht doch darin, dass ich am Ende des Tages, ich denke jetzt mal an meinen fast über 91-jährigen Vater, mich frage, wofür hat es sich denn gelohnt zu leben? Und unter dieser Frage nochmal zu sagen, wenn mein Bruder links oder rechts seine Frage für sich so beantwortet, ja, es provoziert mich natürlich, uns heute ganz sicher, die Präsenz, die öffentliche Präsenz von Moscheen provoziert uns als Christen, nochmal zu fragen, warum sind unsere Kirchen denn so leben? Und nochmal neu rauszugehen, warum sind wir, trauen wir uns nicht, unseren Glauben öffentlich einzustehen. Also solche Fragen nochmal aufzuwerfen und zu sagen, ehe wir uns mit der Frage beschäftigen, was nicht läuft, nochmal anders, und was können wir denn machen, um als Teil von Gesellschaft, aber eben auch Teil von einer bunten Religionsgemeinschaft, die wir heute in Deutschland sind. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir als religiöse Menschen in Deutschland in der Mehrheit oder in der Minderheit sind, das weiß ich nicht. Aber es ist auch eigentlich egal. Aber nochmal zu fragen, das, was uns im Leben eigentlich so zentral und wichtig ist, rauszutragen und darüber zu reden, das scheint mir die viel zentralere Frage zu sein. Vielleicht ein kurzer Hinweis auf Ihre Frage. Ihre Frage bedeutet auch auf ein Phänomen, was wir nach dem Mauerfall erfahren haben. Wer ist die Bedrohung? Wo kommt ein Feind hin? Wie können wir damit umgehen? Sie wissen, Clash of Civilization, Huntington, sein Buch, postuliert, dass jetzt werden die Kulturen und Religionen miteinander kämpfen. Das ist eigentlich eine gefährliche Doktrin, weil sie deckt die eigentlichen Gründe für die Angriffe. Da wurde zum Beispiel beim Angriff auf Afghanistan unter anderem gesagt, die Taliban müssen bekämpft werden, sie lassen die Mädchen nicht in die Schule. Aber das kann doch niemand glauben, dass man ein Land angreift, weil sie keine Menschen in die Schule schicken. Das ist ein Versuch, die eigentlichen Gründe zu kaschieren, mit denen man Konflikte führt, und übermalt sie mit einer religiösen Maske, damit man sozusagen sagt, eigentlich die Religion ist eigentlich nicht der eigentliche Hintergrund in diesen Sachen, wie dann vorgespielt an solchen. Die letzte Frage. Ich weiß, Sie haben sich auch halt vorhin gemeldet. Okay, die vorletzte Frage, bitte, kurz und knapp. Das ist einmal eine Frage mit einem Kommentar, und zwar, mein Name ist Hedi Muden, ich bin Lehrer und Kulturbeauftragter am Helmut-Schmidt-Gymnasium in Wilhelmsburg, und ich würde gerne nochmal auf den Aspekt eingehen hinsichtlich der Medien und der Rolle der Medien. Das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Wir hatten nur zwei Beispiele, einmal mit dem Rabbiner-Seminar, mit den Bildern, die da eingepflegt wurden, und dann natürlich die Nachricht von dieser Spuckattacke, die wie ein Lauffeuer durch die Welt ging. Und ich finde, dass diese Frage vielleicht noch mal ein bisschen genauer betrachtet werden soll. Welche Rolle übernehmen die Medien hinsichtlich der Wahrnehmung des Antisemitismus in Deutschland? Ich möchte da noch einen kurzen Kommentar dazu bringen, weil ich habe den Eindruck, dass positive Projekte, positive Erfolge, positive Arbeit nicht berichtenswert ist.
Ich habe das jetzt nun an zwei Projekten ausgemacht. An unserer Schule sind wir sehr aktiv in dieser Arbeit. Mit dem letzten Projekt waren wir in Israel mit einer 20-köpfigen Schülerschaft. Alle ohne deutschen Migrationshintergrund, überwiegend muslimisch, haben sich mit der Shoah auseinandergesetzt, haben eine szenische Lesung dazu entwickelt, in der Aufarbeitung des Holocaust und der Vermittlung dieser Bedeutung und überhaupt Auseinandersetzung mit der Gedenkkultur, sind in Yad Vashem gewesen, in der Gedenkstätte, haben dort recherchiert, haben mit israelischen Jugendlichen zusammengearbeitet. Ich habe das an alle Medien geschickt. Es hat niemanden interessiert. Jetzt haben wir aktuell ein großes Projekt, das ist eine Kampagne, die für Hamburg eigentlich bundesweit startet, Why Should I Care About Your History? Das ist eine Antisemitismus-Kampagne, ausgehend von unserer Schülerschaft. Da arbeiten 30 Jugendliche aus Wilhelmsburg, überwiegend muslimisch, mit 30 Jugendlichen aus Derot, 2 Kilometer entfernt von dem Gazastreifen, aus den verschiedenen Kibbuzim. Die hatten nur nie Kontakt mit Muslimen, unsere nie Kontakt mit Juden. Die kommen jetzt zusammen, haben ein Riesenprojekt, das ist angesetzt von Oktober 2019 bis November 2020. Wir fliegen mit unseren jetzt im Oktober hin, bringen im Januar die Israelis nach Wilhelmsburg, arbeiten daran. Es ist ein Riesenprojekt, an alle Medien geschickt, niemanden hat es interessiert. Sogar der Antisemitismusbeauftragte, den ich hinsichtlich einer Förderung oder Unterstützung daran gebeten habe, den musste ich nochmal aufklären, weil das Büro hat sich das gar nicht richtig durchgelesen, diesen 14-seitigen Projektentwurf. Da hieß es, wir sind nur darauf aus, in Deutschland weit die Bekämpfung von Antisemitismus und Darlegung jüdischen Lebens zu unterstützen. Daher ist das eher ein internationales Projekt. Ich musste wieder eine lange E-Mail aufsetzen, um den im Antisemitismus, also dem Antisemitismusbeauftragten zu sagen, was da gerade von Wilhelmsburger Schülern gemacht wird. Also ich habe den Eindruck, dass Medien nicht dieses positive Bild umsetzen wollen. Deswegen würde ich gerne nochmal da von Ihnen einen Beitrag hören, welche Rolle übernimmt die Medienlandschaft hinsichtlich der Wahrnehmung dieses zunehmenden Antisemitismus in Deutschland. Danke. Ich denke, das könnte man relativ kurz beantworten mit Bad News are Good News. Ich meine, so funktioniert Presse. Das ist sicher richtig. Also erstmal, ich finde das ein tolles Projekt, was Sie machen. Und danke schön, dass Sie das auch mal ins Wort gehoben haben, weil das sind genau die Dinge, die wir brauchen, über die wir reden müssen. Aber natürlich ist es so, dass gute Nachrichten sich nicht verkaufen. Aber das liegt daran, dass wir sie nicht kaufen. Ja? Also wenn keiner bestimmte Zeitung mehr kaufen würde, weil sie nur schlechte Nachrichten, würden die anders schreiben. Also insofern hat es ein bisschen auch etwas mit unserem Medienkonsum zu tun. Vielleicht muss man das immer ein Stück weit mitreflektieren. Ich ärgere mich genauso wie Sie darüber, dass es so schwer ist, vernünftige Nachrichten. Ja, also wenn ich heute Abend Farbbeutel hier an die Moschee schmeiße, ist das in den Nachrichten. Und zwar mehr als unsere Veranstaltung heute Abend. Also insofern, aber trotzdem, ich glaube, es ist auch nochmal eine Rückfrage an uns selber. Die letzte Frage. Bitte mal einen Kommentar und bitte kurz. Ja, Abdin, ich glaube, wir machen das nachher beim Get-Together gleich. Das wird sagen, eine ganz kurze Abschlussrunde. Ja. Vielleicht nochmal auf die Gemeinsamkeiten der Religionen oder was. Ein, zwei Sätze zum Abschluss. Und alles andere gerne nachher. Jetzt sollten jetzt schon mal alle Damen was fragen. Der Meinung bin ich auch. Also dann, ich meine, die eine Minute können wir halt zeigen. Also erstmal, ich wollte an sich gar nichts sagen, aber jetzt möchte ich das doch. Die Veranstaltung ist sehr gut. Verschiedene Religionsvertreter aus dem Hamburger Raum und sicher vorbildlich. Aber Sie sprechen davon anfangs, wir glauben alle an den gleichen Gott. Ich muss dazu sagen, ich bin seit 40 Jahren nicht mehr in der Kirche, aber halt interessiert, weil es interessieren muss. Insofern Ihnen nehme ich das ab, aber die Masse der Menschen, in Deutschland sind wir allein 82 Millionen, die sind nicht hier, die gehen nicht in diese Veranstaltung. Die Masse guckt vielleicht nochmal die Tagesschau und da wird über die Unterschiede der Religion berichtet. Allein im Islam, der sunnitische, der schiitische, Wahhabismus, etc., Judentum, orthodox, gemäßigt, Christentum,
protestantische Kirche, katholische Kirche. Ich finde das schade, dass gerade im Christentum, finde ich, die sollten da vorbildlich vorgehen, letztendlich noch durch unseren damaligen deutschen Papst getrennt wurde, statt zu verbinden. Und die Religionsführer der Welt, sie machen das vorbildlich, aber die Religionsführer der Welt, ob die in Saudi-Arabien leben, im Iran oder, die sollten zu anderen Konfessionen gehen und sich umarmen, damit die Welt das sieht, damit die Welt keine Angst hat vor Religion und damit die falschen Anhänger, die die Terrorszene bilden, damit die sehen, ach guck mal, es geht ja, die können doch miteinander, aber nach außen in den Weltnachrichten wird nur Trennung gezeigt. Danke. Ich antworte ganz kurz, ich muss Ihnen sagen, ja, Sie haben recht, aber das ist das, was auch halt vorhin ich gesagt habe, wir möchten uns um unsere Gesellschaft kümmern, wir können halt nicht die Welt davon retten. Ja, natürlich. Deswegen machen wir auch diese Arbeit. Wir zum Beispiel, meine Gemeinde, wir vertreten deutsch geprägten Islam. Wir sind ein Mitglied des Zentralrats der Muslime. Wir machen diese Aktivitäten erstmal für unsere Gesellschaft. Zweitens, wir möchten auch als ein Teil dieser Gesellschaft, von der Gesellschaft anerkannt werden. Und drittens ist unsere Hoffnung, halt, dass viele muslimische Gemeinden uns als Vorbild nehmen, sich öffnen und uns nachahmen und sich aktiv für die Gesellschaft bereichern, einsetzen. Und das ist das, was wir uns als Ziel halt vorgenommen haben. Die Abschlussfrage war, was gibt es an Gemeinsamkeiten in der abrahamitischen Familie? Das sind Judentum, Christentum und Islam. Es sind zwei Hauptgemeinsamkeiten. Die erste Gemeinsamkeit ist der Glaube an Gott, was auch immer wir uns unter Gott vorstellen, denn die Muslime unter sich nicht darüber einig, was Gott ist. Und die Christen ebenso nicht. Und daher eigentlich, der Punkt ist, dass die Glauben an Gott, aber Gott ist jenseits unserer Sprache und Vorstellungsvermögen, das ist eine Gemeinsamkeit. Die zweite Gemeinsamkeit ist die ethische Grundlage. Die 10 Gebote sind für Muslime verbindlich und so. Wir sprechen auf der ethischen Ebene die gleiche Sprache. Das sind die zwei Hauptgemeinsamkeiten. Herzlichen Dank, da kann ich gut dran anschließen und möchte nochmal ein Plädoyer für die Vielfalt. Und zwar nicht nur zwischen den Religionen, sondern auch in den Religionen. Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter dafür, dass wir bleiben, was wir sind. Ich bin katholischer Christ, gehe gerne in die orthodoxe Kirche, weil ich die Art, wie orthodoxe Spiritualität gelebt wird, vorbildlich finde und viel davon mitnehme. Dann habe ich durch mein Studium ein bisschen tiefer in die verschiedenen Traditionen reingeguckt, aber ich glaube, in den einzelnen Traditionen sich zu vergewissern, wer ich bin. Und es hilft uns nicht weiter, wenn wir ganz schnell aus den evangelischen, katholischen Kirchen eine machen, sondern ich glaube, dass es sogar besser ist, wenn wir das, was wir in der anderen Tradition als wertvoll ansehen, wertschätzen, angucken und schauen, was wir davon lernen können. Und Unterschiede, die da sind, auch nicht übertünchen. Einer meiner besten Freunde oder ein enger theologischer Freund ist in der mennonitischen Kirche. Es ist eine traditionelle Friedenskirche. Wir mögen uns sehr, aber es gibt bestimmte Punkte, über die wir herzlich, aber intensiv streiten können. Und das, glaube ich, möchte ich gerne auch halten. Weil es mir hilft, auch nochmal selber zu verstehen, was Rückfragen bedeutet. Es fordert mich immer neu heraus. Und deswegen würde ich sowohl innerhalb der Religion als auch zwischen den Religionen sagen, lasst uns unsere verschiedenen Traditionen leben, wertschätzen, die Unterschiede durchaus sehen, aber nicht in Ablehnung, sondern in einer Offenheit, die mehr lernen will, die ein Stück dieser Wahrheit auch weiter und näher. Damit wird mir schwer zu sein. Ich denke, vielleicht haben wir ganz andere Vorstellungen von Religion, was Religion bedeutet. Aber ich denke, ich bin sicher in meiner Religion und die Zusammenarbeit oder Zusammenkommen, ob es mal unter der interreligiöse Forum und andere verschiedene Veranstaltungen ist, vor allem menschlich, gesellschaftlich, damit wir miteinander in dieser Stadt leben sollen.
Und wenn man über Men oder gemeinsam die Religion gibt, also ich glaube, wir haben viel mehr Islam und Judentum, als was wir Judentum und Christentum dann haben. Ähnliche Bräuche, die Verbindung Alltag und Religion ist noch deutlicher bei uns und im Islam. Aber ich möchte als mein Schlusswort eigentlich, was Sie damit begonnen, ist, dass am Ende bleibt das bei der Vorstellung von den Menschen. Und ich habe nach dieser Geschichte in Rathaus die Woche danach nochmal so eine Kampagne begonnen. Das war keine Hoffnung auf die Presse, obwohl war schon sehr viel Presse, aber sehr viel Social Media. Ich werde mehr und mehr von Mitgliedern gesagt, du musst mehr Facebook posten. Können alle heute Like machen, aber. Also, sie sagen, das ist der neue Weg, mit Menschen zu kommunizieren. Aber dann ging es über die Frage, was gemeinsam bei allen Religionen, und das glaube ich eine der Kern, also der Zusammenfassung ist, dass das Problem fängt an, was ich denke, wenn vor mir steht ein Muslimer. Also dass die Menschen haben sofortige Reaktion, wenn die jemanden auf die Straße sehen. Und das im Kopf, was die haben, ist, was die mal gehört, was die mal gesehen, irgendein Film, irgendein Bericht. Und auf einmal wissen die alles über der Person, die vor denen steht. Ob es mal jemand, also wie gesagt, dann jemand, der bekennt als Jude oder bekennt als Muslim, egal welche Religion, da gibt es sofort von derjenigen alles im Kopf. Und wir müssen Einfluss nehmen auf die Reihenfolge von den Gedanken von den Menschen. Es steht erstmal vor uns eine Frau, eine Lehrerin, eine Mutter, Schwester, etc. Und dann auch Muslim. Es steht vor uns ein Vater oder ein Doktor oder irgendwas und dann auch eine Jude. Also was wir sehen, ist vielleicht erstmal Jude oder Muslim, aber ist dann auch wirklich neben alle anderen Dinge. Und vielleicht, wenn wir so denken, dann werden wir auch wirklich auch wenig Konflikte kommen und werden vor allem, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, ist dann respektieren. Weil ich erwarte jetzt nicht, dass jemand sagt, er ist damit mit mir einverstanden, mit alles, was ich daran glaube. Aber ich erwarte nur, dass man respektieren. Es gibt andere Menschen, ich habe meine Glaube, die auch schon seit, wie gesagt, Generationen. Ich will nur respektiert werden. Ich möchte nur als Mensch, damit wir mit Menschen hier in der Stadt eine bessere Zukunft dann haben. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat die Diskussion Ihnen gefallen. Es ist aber nicht zu Ende. Wir eröffnen gleich das Befehlung, dann könnt ihr natürlich halt da Gespräche, Smalltalk, Vernetzung etc. weitermachen. Gleich ist Gebetszeit, deswegen würde ich auch jetzt halt dann, ja genau, deswegen möchte ich mich bei meinem Podiumdiskutanten, lieber Landesrabbiner Schlomo Wisniewski, vielen herzlichen Dank. Danke, lieber Professor Justenhofen, danke, Imam Abu Ahmed Jacobi und vielen Dank, liebe Frau Höfer. Wir haben halt ganz kurze, eine ganz kleine Aufmerksamkeit, bevor wir Sie zum Buffet entlassen. Frau Höfer, wenn Sie mir behilflich sind. Mit zwei Büchern anfangen, die bei unserem Institut entstanden sind.